Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Spellstorm mit einer Neuerung, ja? Flo hat jetzt den nervigsten Zauber überhaupt gemacht, so dass ich überhaupt nichts mehr machen kann. Und zwar macht er mich jetzt blind, ja? Gleichzeitig vermuddelt er mich die ganze Zeit in Cobwebs und er beschmeißt mich mit Mudboards. Das ist die ultimative Kombi. Ja, Flo nervt mich also sozusagen bis zum geht nicht mehr. So, und jetzt dürft ihr mal raten, was ich jetzt neben gar nicht groß nochmal hinbekommen habe. Ganz genau. Ich habe einen Zauber bekommen, der... Warte, jetzt kommt's. Er kann nichts. Er kann gar nicht was? So, weil dieser doofe Zauberflo, ja, der soll Telekinese können. So, weißt du, was er kann? Willst du wissen, was er kann, Flo? Gar nichts, ja. Das Einzige, was dieser Zauber macht... Oh nein! Ich kann Special Effects machen, ja. Ich kann jetzt sozusagen Silvesterraketen in den Himmel schießen, aber das bringt mir nichts, ja. Und für den Scheiß habe ich so viel ausgegeben, Flo. Ich hätte mir dadurch einen viel besseren Zauber machen können. Aber nein, was ist? Ich habe einen Zauber, der mein Spiel crashen lässt und einen Zauber, Roman, der gar nichts macht. Und was hat Kannst du dich noch erinnern, als ich die Setzlinge von Flat gepflanzt habe? What? Flo, what the f... Ist das durch sein Haus? Du hast die hier draußen gesetzt? What the f... Oh ja. Alter Vater Flo. Alter, wieso ist der so riesig? Das ist der Dekobaum. Alter Vater, kann ich den nicht mit Telekinese oder so bewegen? Nein, natürlich nicht, weil dieser Zauber nichts kann. What the fish, Flo? Wieso sind hier so große Bäume? Wegen diesem Setzling, oder wie? Ich hab den gepflanzt. Ja, das waren 3x3 Bäume. Also 3x3 Setzlinge. Alter Vater Flo. Was machst du? What the fuck? Warte mal, lass da mal hochfliegen und gucken, wie das aussieht. Warte mal. Also ich glaube, heute für der Show wird Chris gerade ausrasten, wenn er den sieht, aber heute für der Show gibt's nicht mehr. Was macht der jetzt eigentlich? Haben wir den jetzt eigentlich besiegt oder sowas in der Art? Alter, daraus kann man sich das übelste Baumhaus bauen, Flo. What the fish? Bist du ein Baumhaus? Aber, Alter, meine FPS weinen bei diesem Baum. Alter, bei mir geht das hier eigentlich. Ey, es geht eigentlich auch bei mir, aber wenn ich so ganz nah dran bin... Nö, ich stehe sogar oben drauf und ich fühle mich gerade wie der König der Welt. Der König der Welt! Guck mal, Flo, die Lianen, kannst du dich noch erinnern, als ich in den letzten paar Folgen immer gesagt habe, irgendwann sind die Lianen so weit unten, dass wir dann hochklettern können. Irgendwann ist es wirklich so, da fehlt nur noch ein ganz kleines Stückchen. Da kann ich hochklettern, weil wir den Block dahinter brauchen. Ich weiß, klugscheißer Flöchchen. Alter, Roman, wollen wir uns den Timberwood installieren? Ja, Mann, Alter, und dann den Baum hier abfällen. Ich werde uns das selber, der wird weinend in die Ecke gehen und sterben. Hast du nicht mal irgendwie ein Video gemacht, wo du irgendwie so ein Timbermod irgendwie installieren wolltest? Ja, ich bin so schnell, ich das gemacht. Oh, da habe ich den gemacht und da ist mein PC explodiert. Ja, das ist übelst witzig, Alter. So, jedenfalls wollten wir in der heutigen Folge was ganz Spezielles machen, denn wir gehen heute einfach so auf Erkundungstour, weil wir nämlich jetzt unsere Zauber haben, die uns natürlich sehr viel bringen. Ne? Einmal Flo. Warum, ich habe keinen Bock, warum mit dem Eich brauchen? Ich baue mir jetzt ein Rentierbike, okay? Ja, hast du nicht schon ein Rentierbike her? Was weiß ich? Ja, ich hatte eins, aber aufgrund gewissen Internetkonflikten habe ich das verloren. Ja, kauf dir besser Interface. Wir müssten mal irgendwann einen Spendenstream starten, sodass Flo sich. Ich habe das beste Internet des Lebens, aber es ist nicht so freundlich. Es ist einfach unstabil. Also, ich hab einen WLAN-Router und da ist das manchmal nicht instabil, wenn zum Beispiel regnet oder so Zeug. Achso, ja, ihr müsst wissen, wenn Flo jetzt. Wenn es regnet, da braucht das WLAN länger. Ja, genau, weil das muss um die Regentropfen herum. Das kann ich einfach durch. Ja. Oder das WLAN wird gespiegelt durch die Regentropfen, gell, Flo? Ja, ja, und nachher donnert und nachher wird das WLAN-Kabel ausgesteckt und nachher buggt's. Ja, und bei Hagel ist dann komplett kaputt, weil dort werden dann die WLAN-Strahlen so kaputt gemacht, ne? Die werden dann durchlöchert. Ja, die sterben dann. Ja, das heißt, du kriegst dein Internet nur mit so Löchern. Das heißt, es kommt nur jedes zweite Wort oder so an. Ja, das ist der Grund, wieso Flo immer Internetprobleme hat. Es liegt an Hagel. Hast. Ja, genau, Flo. Ist eine gute Simulation. Sehr gute Simulation. Bau dir jetzt ein Rentierbike, Flo. Sonst schieße ich dich mit Telekinese ab. Weil Telekinese. Flo, hör auf! Wie machen wir noch ein Rentierbike? Haben wir noch einen Sattel? Ich hab noch einen Sattel. Brauchst du nicht Snowballs oder sowas? Ich brauch Saplings. Saplings? Oh Mann. Saplings. Du brauchst Saplings für ein Dings? Für ein doofes Rentier? Also was besteht das bitte schön? Aus Holz? Saplings. Aus Saplings. Wo bist du hin, Mann?
Zu den Saplings. Zu den Saplings? Okay, gut. Ja, ich fahre gerade ein paar Saplings. Guck mal, ich kann mich noch erinnern, als ich hier diesen richtig coolen Gürtel bekommen habe. Und dann haben wir hier diesen Wasserboss besiegt. Den Kitzelgürtel? Ja, nein, nicht den Kitzelgürtel. Nee. Ich meine jetzt natürlich jetzt. Oh, aber hier sind zwei Saplings. Echt? Du hast schon zwei Saplings. Wie viele Saplings brauchst du denn noch? Ich brauche 8 Saplings. 8 Saplings? Komm, dann helfe ich dir gleich beim Sammeln. Ist es egal, welche Saplings das sind? Ja, hilf mir beim Farmen der Saplings, bitte. Ja, warte, komm, dann helfen wir dir gleich beim Farmen des Saplings. Vielleicht geht's ja mit Telekinese. Nein, natürlich nicht. Ich habe auch einen Sapling bekommen, Flo. Ich habe 2. Echt? Hast du auch schon einen Sapling bekommen? Ja, ich habe schon 2 Saplings bekommen, Flo. Ja, also, dann haben wir jetzt schon insgesamt 5 Saplings. 5 Saplings? Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich jetzt noch einen Sapling bekomme. Damit ich hoffe auch, dass ich noch einen Sapling bekomme. Sapling ist voll das geile Wort, Alter. Lass ein T-Shirt draus machen. Easy! Ich habe 3 Saplings, Flo. Echt? Oh, ich habe schon 4 5 Saplings. Ich habe auch 5 Saplings. Flo, wir haben Bienen genug runterfallen. Flo, komm zu dir nach Hause. Ich kann dir die Saplings von mir geben. Alter, ich habe jetzt auch. Ich hab so viele Saplings. Ich glaube, ich brauche mein ganzes Leben nie wieder Saplings. Ja, ist dein Leben jetzt gesaplingt? Ja, so, ich bin voll gesaplingt. Achso, du bist voll gesaplingt. Okay, gib mir jetzt mal deine Saplings. So. Aber du hast die falschen gefahren. Du bist dumm. Ich brauche diese Winter-Saplings. Woher wusste ich denn bitteschön, dass du ganz genau diese Saplings... Ich habe gesagt... Welches Rentier braucht ein Eichen-Sapling? Weiß ich nicht, es gibt das Eichenrentier bestimmt, oder sei doch nicht so rassistisch gegenüber anderen Rentieren, Flo. Was ist denn los mit dir, Alter? Nee, ich mag nur Rudolf, alle anderen Rentiere, die sind nicht Sapling genug. Da seht ihr mal, wie Flo so eingestellt ist gegenüber anderen Menschen, das kann es doch nicht sein. Das sind nicht keine Menschen, das sind Saplings. Ja, beschieß mich mit Telekinese. Aber ich muss sagen, ich kann damit so viel rumschießen, wie ich will. Alter, als Nebeneffekt muss ich sagen, neben den ganzen Saplings kriegen wir auch ganz viel Holz zusammen. Saplings! Okay, ich hab genug Saplings. Alter, Vater, das ist voll witzig, die Schaltteile hier rumzuschießen unendlich lang. Und die Alter, wollen wir schlafen gehen? Mach du inzwischen schon 2 Betten, okay? Hä, was für 2 Betten, Alter? Kannst du nicht einfach... wir gehen einfach rund ums Turm. Du willst nicht mitten drunter schlafen gehen? Naja, mir ist es eigentlich egal, ob es Tag oder Nacht ist. Dann sehen die Zuschauer nichts. Ach so, stimmt. Die müssen ja immer was sehen, weißt du? Stimmt, immer diese Zuschauer. Warte mal. Dann schreiben dir die Kommentare. Dislike, Dislike, Unview. Ach so, natürlich. Deswegen gehst du bitte mal schlafen. Wir müssen dich jetzt, glaube ich, in der Folge jetzt noch einmal kurz umbringen, damit die Folge nochmal richtig einfach, viele Likes bekommt. Rechtsklick dein Bett, bitte. Ja, habe ich doch. Easy peasy, okay. Lemon squeezy. Ich habe, glaube ich, keine Wolle, Flo. Lass dich loslegen. Flo, hast du Wolle? Wolle. Wolle! Ja, ich habe Wolle. Okay, gut, weil ich habe nämlich keine, deswegen baust du dann sozusagen die Teile, ja. Okay? Oh, Flo, du bist so faul. Ich habe auch kein Holz, glaube ich, oder? Ich habe Holz. Easy. Alter, mir fällt gerade so auf, ich muss mal wieder ein paar mehr Spinnweben farmen, weil meine Spinnweben sind nicht spinnig genug. Ich bin Kaushu 44, ich bin nicht spinnig genug, Mama. Ich bin die ganze Zeit nur bedrückt und ich brauche Betten. Ich bin Kaushu 44. Alter, Betten braucht man im Leben. Betten kannst du ja nicht mal stapeln. Ich habe jetzt wegen dir Saplings im Inventar. Wer braucht schon Saplings sind Saplings. Lebensessenz. Flo, nimm dein Bett hier mit. Hier, bitteschön. Und Telekinese nehme ich jetzt ein. Warte mal, ich muss übrigens kurz alles bei mir nochmal kurz alles auslagern, was geht. Hier, so easy. Warte, ich versuche jetzt gerade alles rein. Okay, lass es losfliegen, Roman. Ready, hilfst du, Folge geht hier schon um. Ja, ich weiß, deswegen muss ich ja. Ja, okay, ja, komm, wir fliegen los. Jolo, Kapole, Molo. Warte, hier schnell ein Ponybike nehmen und go, Flo. Wohin fliegen wir? In die Richtung. Lass mal in die Richtung Spawn fliegen, das ist lustig. Flo, hier lang, Flo. Flo, da waren wir noch nie. Hier. Stimmt. Alter, Roman, kannst du, dass ich gleich schnell bin wie du? Weiß ich nicht. Ja, das kann gut sein. Ja, endlich mal, weil dein doofer Dino. Ja, warte, wir bleiben kurz stehen, dass wir gleich sind. Okay. So. Hä, du bist vor mir, du Dödel. So, jetzt. Okay, jetzt flieg. Hui! Alter, hier nämlich Survival Island. Oh yeah, Mann. Jetzt hat der Server die Welt gesaved. Richtig geil. Und hier gibt's auch überall so Korallenteile. Siehst du das? Ich finde diese Korallen richtig geil. Siehst du das nicht, wenn der Server die Welt saved, Flo? Ja, doch, sehe ich. Aber das ist Beispiel schon so aus. Hier waren wir letztes Mal. Hier hast du gesagt. Ja, hier waren wir. Lol, hier ist Corruption. Lol, schwarzes Biom, sagst du? Hui, cool. Alter, Vater, das ist diesmal ein schwarzer Wald. Oh, ein schwarzer, böser Wald. Vielleicht gibt es hier eine Hexe drin oder sowas. Die uns doch, hier ist eine Hexe. Guck. Echt? Lass die mal töten. Töten. Warte, wo ist sie? Dün. Komm, Flo, lass sie mit Telekinese beschießen. Nein, hier ist gar keiner. Oh, ich glaube, die Hexe hat sich in einen Pilz verwandelt, weil als die gesehen hat, dass wir kommen. Ja, lass sie töten. Easy peasy. Okay, GG. Wir haben einen Pilz getötet. Lol, guck mal, Roman. Hä? Alter, hier sind Dornen, Flo. Und Dornen greifen einen an. Alter, wo ist mein Pony hin, Flo? Mein Pony ist abgehauen. Warum gibt die hier ist pinkes Wasser. Pinkes Wasser?
Das ist lilanes Wasser, Flo. Ich glaube, du... Lol, guck mal, mein Pony leuchtet, wenn es läuft. Hui! Lass mal da reingehen. Ins pinke Wasser? Ja. Okay. La 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 la. Alter Vater, das... Alter Vater, Flo, lol. Alter Vater, ich komm nicht raus. Doch, ich komm raus. Alter Vater, wie viel Schaden macht das denn? Und das? Das ist cooles Fließwasser. Hä, das ist einfach ganz normales blaues Wasser, oder wie? Okay, cool. Das, aber ist mir egal, ich habe Telekinese, Alter. Ich mache mir Telekinese. Reindeer Bike. Okay, lass mal weiterfliegen. Was gibt's? Ui, Dings, so ein Hills-Biom gibt's hier. Und es gibt auch einen Wassertempel hier. Anscheinend. Was, ein Wassertempel? Ja, das, also hier so ein Zelda-Wassertempel haben wir ja schon mal gemacht. Um Ach so, ja. Die können wir machen, um mehr Skills zu bekommen. Alter Vater, ist das hier krass. Wo bist denn du hin? Ich bin gerade eben diese hohen Berge hochgeflogen und schau mir das hier alles gerade an. Alter, das sieht richtig aus wie die Alpen. Oh, hier sind Dings. Rommel, wir brauchen ja Federn für unseren Zauber. Guck, kaum ist Flo in der Nähe von Bergen, fühlt er sich schon wie zu Hause. Heidi, Heidi. Ja, also Rommel stellt sich jeden Österreicher wie Heidi vor. Ja, klar, jeder Österreicher wohnt auf einem ganz hohen Berg. Du bist mit Lederhosen ganz oben. Und pass auf, so ich sagte, wie Österreicher aussehen. Österreicher wohnen auf der Spitze von einem Berg. Ja, mähen dort regelmäßig den Rasen und essen 24 nonstop Schnitzel. Fertig aus Ende. Das sind Österreicher. Deutsche essen die ganze Zeit Frankfurter und wohnen in einer Stadt, die so dicht ist, dass man gar nichts mehr riechen kann. Das stimmt gar nicht, Alter. Besser als auf Alter, der Bergspitze. Alter, stimmt auch gar nicht. Doch, doch, ihr wohnt alle auf Bergen und esst die ganze Zeit nur Schnitzel. Ja, doch, doch. Stimmt nicht. Das sind Salzburger und Kärntner, aber. Hä, was bist du? Du bist Niederösterreicher. Niederösterreicher, ich bin nicht bei den Alpen. Alpen sind in der Mitte von Österreich. Also wo bist du jetzt überhaupt hin? Ich fliege gerade weiter über den Pazifikflur. Einfach immer der Nase geradeaus. So wie in Spellzifik? Ja, den Spellzifik. Lol, hier ist irgendwie in Dingsbio. Lol, alter Vater. Du? What the fish, Flo? Wo bist Alter, du? Hier ist voll die Villa. Ich bin weitergeflogen übers Meer, Flo. Da, guck hier hinten. Ich seh dich. Komm, Alter, guck dir das an. Was? What the Fisch, Alter, das ist riesengroß, ey. Alter Vater, zeig mal her, was da so alles ist. Glaubst du, da wohnt wer? Alter, das sieht richtig geil aus. Hallo. Ey, das ist, hier wohnt bestimmt ein Österreicher, weil der wohnt auf dem Berg, Flo. Hi. Also, nee, warte mal. Flo, hast du... Da wohnt ein Zombie. Hast du ein Steak dabei, Flo? Lol, hier ist ein Massenmörder. Der Echt ist jetzt? Aber schon zum Zombie mutiert. Lass ihn mal. Lol, geil. Gib dir, was der hier macht, der Typ. Alter Vater, hier sind überall Köpfe und lol. Alter Vater, was ist... Lol, macht der hier ein Ritual oder sowas in der Art? Ja, keine Ahnung. Alter Vater, das sieht mega komisch aus. Aber das Haus ist gut gebaut. Was ist da drin? Hier, what is the bla bla. Beloved to see, Margrethe. Sometimes cheering, always sunny, but the sun beams swim. Hä? Ganz genau. Spinnenbeben! Wo? Cool. Nein, oh nein, ey. Kaum kommen wir hier rein, kriegt der Spinnenbeben. Warte, was ist da oben? Alter Vater, wieso haben wir nicht so ein Haus einfach so von Anfang ist an noch mehr genommen und dann ausgebaut? Noch Alter. Mehr Spinnenweben. Alter Roman, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Alter Vater, dieses Haus sieht mega cool gebaut aus. Ne? Das sieht ja, alter Vater, sieht das gut aus. Warte mal, ich brauche noch kurz ein Pony mit Flügeln. Alter, gib dir mal die Vorderseite. Warte, easy peasy, Alter, das sieht voll krass aus. Geh mal auf diesen Eissee und guck von dort mal aufs Haus rauf. Ja, mache ich gerade. Alter, das ist, wo ich gerade bin. Ja, warte, ich... Lol, das sieht voll... Lol, da unten geht's ja weiter. What the fish? Guck mal, da unten hier sind nochmal Eingänge. Lol, das alter Vater ist das riesig, Flo. Das sieht so aus, als ob selber gebaut wurde. Ist im Dispenser was drin? Nö, gell? Alter Flo, wieso haben wir solche Häuser nicht? Ich glaube, aber wie gesagt, der Besitzer des... Hier sind Lilypads. Echt? Lass sie mal mitnehmen. Die sind echt voll selten, weil Sumpf findet man nicht immer. Guck mal, da hinten ist nochmal so ein weißer Baum und so. Lass mal weiter erkunden, mal gucken, was wir nicht so noch so finden, ne? Warte mal, hier ist jetzt überall Schneebio. Warte mal. Warte, ich habe hier so einen kleinen Dungeon gefunden mit einer Kiste drin. Guck mal, Flo. Echt? Ja, guck mal. Wo bist du denn? Hier. Ja. Siehst du mich? Ui, das sieht lustig aus. Da ist nichts drin. Außer ein Buch. Nein. Sind Spinnweben drin? Nein, keine Spinnweben. Oh, warte, ich hab noch ein Geschenk für dich. Echt? Nein, geh weg. Ich weiß, was du willst. Nein, ein Item, okay? Okay. Ein Buch. Was steht drin? Fuck how... Was für ein Ding? fuck off, Eggsy. Was heißt denn das, Flo? Keine Ahnung, aber der Zombie-Typ hat das verfasst. Wow, das ist natürlich sehr nett. Komm mal hoch, wo bist du? Oh nein, ich muss gerade das richtige Regenbogenpony finden und ich habe jetzt schon zwei aus Versehen weggedrückt, obwohl die Flügel haben. Guck mal, ich hab Frieda. Frieda reitet mich jetzt. Guck mal, Frieda ist auch in dem Pony. Richtig geil. Okay. Alter Vater, Flo, gibt es Gletscherbiom? Ja, das Gletscherbiom. Richtig cool. Alter, da unten ist sozusagen. Da geht Lol, hier geht gerade eine Railbahn rein. Warte, ich schau nur kurz rein. Flo. Wo bist du? Ah ne, hier ist so ein Rail-System, da bist du gerade dran vorbeigelaufen. Ja, denn die töte ich gerne. Hier sind irgendwie. Weil ich lebe so gerne.
Auf dem Berg. Warte, easy peasy. Ich loote hier nochmal zwei. Ey, ein ganzes Herz. Cool, jetzt habe ich ein weiteres Herz. Oh, shit! Was ist los, Flo? Bist du gestorben? Oh mein Gott! Stirb bitte! Bist du gestorben, Flo? Was ist los? Ich hab dir mal erzählt, dieses Ding über Triaden töten. Oh mein Gott, ist einer gespawnt? Wo? Ich möchte ihn sehen, Flo. Wo hast du ihn getötet? Der hat mich mit aller... What the fish? Ist er das? Flo, du bist so ein Trottel. Du hast alle... Lol. Kann der fliegen, Flo? Nein, aber er hat eine Sense, die er schießen kann. Wow, Flo. Das heißt, du hast jetzt sozusagen den Boss hier gespawnt und der will uns jetzt töten, ne? Der kann ruhig da bleiben. Wir fliegen weg. Alter Vater, Flo. Lol, hast du gesehen, wie schnell der sich bewegt, Alter? What the fish, Flo? Weg. Alter, ich möchte ihn mir näher ansehen, Flo. Sowas musst du dir näher ansehen. Wir sind Naturbeobachter, Flo. Wir sind doch keine Tiere, wir sind Naturbeobachter. Okay, ich komme auch. Zeig mal, wie der aussieht. Ich muss den mir vor einer näheren Distanz ansehen. Er bewegt sich irgendwie ganz schön. Oh mein Gott, nein! Frieda! Oh nein! Nein, bitte hau mich nicht! Oh mein Gott! Lol, der spinnt sich, Flo. Ja, warte, der hat auch Special Text. Warte. Alter, Vater, Flo. Den können wir töten? Weiß ich nicht. 13 Schaden macht mein Feuer. Feuer auf Holz ist ultra stark. Töte ihn, Flo! Töte ihn! Darf mir nicht, lauf weg. Doch, das schaffen wir, Flo. Er ist viel zu schnell. Warte. Oh mein Gott! Der macht 5 Herzen Schaden mit einem Schlag. Nein. Gib ihm! Ich bin fast tot. Lauf weg, das schaffen wir nicht. Okay. Ah, nein. Hallo. Ich brauch da Frieda, reite mich Richtung Freiheit, bitte. Whee! Alter Vater, Flo. Wow. Oh, der Vater, der sieht mega gruselig aus, Alter. Jetzt haben wir... Er kommt dir nach. Ah, Hilfe, aber er kommt Mama. Die Berge hoch. Alter Vater, der bringt das Spiel bei mir Don't voll zum Secret Room. Echt jetzt? Ja, toll. Dann komm mal da bitte schön hin. Alter okay, Vater. Ich. Ja, okay, komm. Go, Flo. Komm, geh hin, Flo. Mach den Secret Room frei. Gönn dir, los. Kann man eigentlich Bomben werfen? Ja, kann man. Nice, Flo. Warte mal, ich habe auch noch eine Bombe. Oh nein, die Bomben fallen ja. Da ist nichts drin. Nichts Besonderes. Gar nichts? Oh Mann. Warte, Flo. Alter, Roman, du bist doch. Ich hab dich freigesprengt, Flo. Kein Problem, mach ich gerne, Flo. Kein Problem. Rentier läuft gerade in den Tod. Das heißt, Roman, komm her, Sachen gesehen, Alter. Wir haben einen Boss gespawnt, Flo. Too much Internet for today. Oh ja, Mann. Wie geht's denn weiter? Guck mal, da hinten ist irgendwie so eine Gletscherhöhle. Ist Eisdungeon. Ui, wollen wir den machen? Aber wir haben keinen Schlüssel dabei, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Folge ist eh schon viel zu lang. Ja, ich glaube schon, Alter. Oh Mann, wir haben auch keinen Schlüssel dabei. Oh Mist. Ich hab Dings, den Skeleton Key mit. Echt, hast du den? Ja. Ui. Ja, und dann ich hab normalen Key auch noch mit. Ja, komm, dann machen wir den gleich in der nächsten Folge. Also, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt doch einen Daumen hoch. Man sieht sich in der nächsten Folge. Kommt rein, Leute. Ciao.